Jo moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal und es ist Dienstag. Für GTA Leute bedeutet das meistens, es kommt ein neues Fahrzeug von Rockstar im Spiel. Aber nein Leute, in diesem Update ist alles anders, denn es gibt diesmal Gruppen. Das bedeutet, wir kriegen statt ein Auto zwei Autos, die Dienstag. Ja, ich geb's zu, ist kein krasser Unterschied, aber Leute, es ist wenigstens was. Und es ist wirklich was Krasses erschienen, Leute. Und zwar, das erste Fahrzeug nennt sich Rapid Alley, es ist ein Muscle Car. Generell jetzt nichts wirklich Hochspannendes, außer dass das Auto generell echt krass aussieht. Aber Leute, die große Überraschung, es gibt einen neuen Supersportwagen. Aber was für ein Supersportwagen, Leute. Und zwar der Pegasi Tesseract. Ja, hört sich schon mal echt mysteriös an, aber ich würde mal sagen, schauen wir mal einfach mal rein. Als erstes bestelle ich mal den Rapid Alley mit $565.000. Ist jetzt nicht der billigste Muscle Car, aber wir können gespannt sein. So, gehen wir mal auf die Legendary Motorsports Seite und da sehen wir ihn, den Tesseract. Ja, mit 2,8 Millionen Dollar ist er nicht wirklich der billigste. Falsch, Leute, es ist nämlich der teuerste Supersportwagen, den es zurzeit gibt. Ja, Leute, wenn ihr mal oben auf diese Leiste geht, bei dieser Filterleiste, und dort einfach mal die teuersten eingibt, dann seht ihr, dass das Fahrzeug ganz, ganz weit oben ist. Auf Platz Nummer 1. Lohnt sich das Auto für diesen Preis? Also erstmal muss man natürlich sagen, die Statistik ist hammermäßig beim Auto. Das Auto beschleunigt wirklich übelst krass. Es hat eine krasse Traktion, es hat eine krasse Endgeschwindigkeit. Wenn wir jetzt bei anderen vergleichbaren Supersportwagen gucken, ist die Endgeschwindigkeit nicht so hoch wie beim Tesseract. Also können wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Und Leute, was jetzt vielleicht die meisten überrascht, es ist ein Elektroauto. Ja Leute, es ist ein Elektroauto. Das bedeutet, wir haben null Sound beim Supersportwagen. Aber ich würde mal sagen, gucken wir erstmal in die Tuning-Werkstatt. Beim Rapid Alley ist es relativ überschaubar. Man kann natürlich die Stoßstangen vorne und hinten verändern und den Auspuff. Und das Lustige ist halt, wenn man den Auspuff ändert, man kann dadurch gleichzeitig auch die Motorhaube verändern, was relativ cool aussieht, aber sonst ist relativ alles Standard gehalten. Natürlich kann man hier Designs draufklatschen, damit es ein richtig fresher Rennwagen wird, aber ich sag's mal so, die Statistik vom Fahrzeug ist jetzt nicht überragend. Wenn wir jetzt einfach mal wieder zurück auf South San Andreas gehen, sehen wir, dass jetzt zum Beispiel ein vergleichbarer Muscle Car, in meinem Fall kostet es ja sogar nur 0 Dollar, einfach besser ist von der Endgeschwindigkeit. Und wahrscheinlich auch noch von der Beschleunigung, was weiß ich alles. Der sieht zwar richtig aus wie ein Muscle Car, also ich finde persönlich, er sieht wirklich richtig aus wie ein richtiges Muscle Car. Aber die Statistik ist einfach nicht gut genug, um damit Rennen zu fahren. Das Endfazit zu Alley ist klar. Das Fahrzeug sieht gut aus, man kann damit relativ viel machen, man kann Designs draufklatschen und. Aber Leute, von den Statistiken ist das Fahrzeug nicht zu gebrauchen. Wenn ihr mal überlegt, dass der Pisswasser Dominator einfach besser ist und einfach nichts kostet, ja Leute, lohnt sich das Fahrzeug einfach nicht. Es lohnt sich nicht. Man kann damit nicht Rennen fahren oder sonst irgendwas. Es sieht einfach nur schick aus. Ich werde das Fahrzeug in meinem Beispiel auch behalten, da das Fahrzeug, mir gefällt das Fahrzeug einfach. Aber für Rennen leider ungeeignet. Aber kommen wir mal zum Supersportwagen. Ja, Leute, das ist schon echt heftig. Also ich war echt überrascht, dass es ein Elektroauto ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber na gut. Wenn wir jetzt mal in die Tuning-Werkstatt reingehen, können wir natürlich auch die Stoßstangen vorne und hinten verändern. Ja, Auspuff gibt es natürlich nicht, da es ein Elektroauto ist. Aber sonst bleibt eigentlich auch alles gleich. Man kann natürlich wieder Designs draufklatschen, habe ich auch in meinem Fall getan. Aber generell sind sie nicht so kreativ geworden damit. Also finde ich auch echt schade, dass man für 2,8 Millionen so wenig bei Los Santos Custom machen kann. Wenn man überlegt, 2,8 Millionen. Ey, dafür hättest du dir früher bei PS3 jeden Supersportwagen kaufen können. Also jeden guten. Den Adder, den Anthony XF, glaube ich, hieß der, und den Turismo R. Die hättest du dir alle kaufen können. Aber nein, das Fahrzeug kostet heutzutage einfach so viel und man kann damit einfach kaum was machen. Aber nun gut, dafür sind die Statistiken einfach überragend. Anders kann man es nicht nennen. Der hat eine krasse Beschleunigung, er hat eine krasse Endgeschwindigkeit. Das habe ich ja nachgeguckt bei den Fahrzeugwerten. Also, und die Traktion ist auch noch hammermäßig. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das wird der neue Supersportwagen für Rennen.
auch wenn es Elektroauto ist, aber diesmal ist ein Elektroauto nicht scheiße in der Endgeschwindigkeit, nein, diesmal ist ein Elektroauto einfach mega geil. Und vor allen Dingen die Innenausstattung kann man auch noch umlackieren und vor allen Dingen dadurch, dass die Scheibe ja so weit nach unten geht, kann man in Ego-Modus wunderbar fahren und man sieht wirklich alles auf der Straße. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen Fahrzeugen hält. Ob ihr sagt, boah, diese Fahrzeuge brauchen wir nicht, oder ob ihr sagt, ey, yo, voll geil. Aber Leute, ich werde es ja sehen in den Kommentaren. Ich würde mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.